Leute, willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. In dieser Folge werden wir die untere Aufgabe hier machen. Und zwar Sadie Adler. Sadie hat dich gebeten, dich mit ihr in Doyle's Tavern, keine Ahnung, zu treffen, um Johns Rettung zu planen. Da gehen wir hin. Ich hoffe mal, dass wir auch John in dieser Folge retten, weil wir einfach nur was planen. Denke ich mal, geht das nicht so lange. Nein, das war. Ich wollte das Rheinglas gar nicht rausnehmen. Aber okay, scheiß drauf. Also, kurz gesagt von mir. Letzte Folge. Schaut euch sie unbedingt an. Da ist so verdammt viel passiert. Die ging auch übelst lang. Also, ich habe sogar in zwei Parts gemacht, für die das immer noch verwirrt. Das ist die gleiche Folge, das habe ich gleichzeitig aufgenommen. Deswegen habe ich bei der einen auch nicht Tschüss gesagt, weil das einfach die gleiche ist. Deswegen, da steht sogar Part 1 und 2, also die habe ich gleichzeitig aufgenommen. Deswegen habe ich auch kein Tschüss dazwischen gesagt. Sorry nochmal dafür. Warum habe ich das gemacht? Erstens, ich glaube, das war besser eigentlich einfach so. Ich habe ja dadurch nicht weniger gemacht. Und zweitens habe ich einfach gedacht, ey, das kostet mich eh nur länger Zeit, die zusammenzufügen. Lad sie doch jetzt einfach zwei einzelne hoch. Das ist ja einfach die gleiche Folge. Aber gut, habe ich das kurz geklärt. Ich mache einen Cut, denn ich will euch das ersparen. Denn das ist zwar nicht so viel, aber ey, alles, was ich ersparen kann, was soll denn hier Spannendes passieren? Falls was passiert, aber zeige ich es euch. Wir sehen uns, wenn ich dort bin. So, ich bin auch angekommen demnächst. Was mich irgendwie überwundert, muss ich. Lass mich verarschen. Ich habe die Aufgabe verloren. Oh. Ja, okay, vergiss es. Ich bin in der Aufgabe. Ich habe Hustenanfall. Hallo? Ich wollte gerade sagen, aber warum greift mich niemand in Saint-Denis an? Ich bin einfach so reingeritten. Digga. Kann ich irgendwas machen? Nein. Och Mann, ich. Oh. Okay, der hilft mir, der hilft mir. Ich dachte schon, der will mich so mitschleppen irgendwo. Ja, danke, Alter. Junge. Gott, gehen. Ich laufe doch schon und. Ey, was ist denn? Oh mein Gott. Kann ich nicht in einer Zeit trinken oder so irgendwas? Ich hab doch bestimmt irgendwas. Alter, das sieht so, Alter. Nicht so. Nicht. Hier rein. Okay, danke. Die Wege trennen sich. Oh Gott, ey, Alter, was habe ich? Wir können übrigens lauter machen. Setzen. Alter, wieso sehe ich so aus?
Einfach Doktor. Auch mal geil. Der hat einfach einen Schädel. Sieht man jetzt nicht so gut, aber. Tuberkulose. Digga. Mich habe ich jetzt bezahlt dafür? $10, ja, Digga. Ey, wieso ist alles so? Alter, bin ich Jesus? Warte kurz. Soll ich da hingehen? Ich gehe da mal hin. Ich kann auf keinen Fall Waffen zücken oder so. Das Einzige, was ich machen kann, ist wirklich laufen. Und ein Pferd rufen darf ich auch nicht. Hä? Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir einfach mal raus, denke ich mal, aus dem gelben Bereich. Alter, was? Ich kann noch nicht rennen. Ich kann wirklich gar nichts machen. Ah, doch. Warte, was? Da stand, ich kann die Aufgabe. Verlass das Gebiet. Okay. $10 ging übrigens klar, also das kann man machen. Ich frage mich, was ist, wenn man keine $10 hat. Aber das kann mir ja jemand von euch mal in die Kommentare dran schreiben. Was ist denn hier los? Hier ist auf einmal niemand und das ist irgendwie mega merkwürdig. Also es passiert hier gar nichts. Ihr seht ja, niemand ist da, nichts bewegt sich. Und es ist irgendwie so, als ob ich gestorben bin. So der Himmel ist komplett weiß, alles ist so gelblich, sage ich jetzt mal. Die Map ist komplett gelb. Nicht rennen. Nein. Ich darf aber auch gar nichts machen. Ah, ich kann mich umdrehen. Aber das will ich nicht. Ja, Aufgaben kann ich gucken. Das kann ich, aber ich hab's bald verlassen. Crazy, oder? Das ist ein Tier. Das ist doch geplant, ja. Ah, warte, was ist meine Aufgabe? Verlass das Gebiet, okay. Warte, was? Du bist krank, solange du krank bist, erhältst du nur Vorteile von einer begrenzten Anzahl Nahrung und Getränken. Warte, was? Okay, das hält mich jetzt aber nicht davon ab, die Aufgabe nicht zu machen. Sadie Adler. Das mache ich jetzt trotzdem. Achso, schön und gut, dass wir gefühlt, oder wir haben wahrscheinlich sogar schon 10 Minuten, aber naja, wenn ich das jetzt beende, wäre es irgendwie zu kurz, deswegen machen wir das jetzt noch schnell. Das kann eigentlich gar nicht so lang gehen, das ist nur eine Besprechung. Aber na gut, vielleicht übertreibst du. Icarus und Freunde.
Ja, Digga. Ein Leichenhaus überfallen. Gott. Ja, was war das? Ich soll sie folgen, aber was machen wir denn? Digga. Wir reiten einfach mal zusammen. Jo. Heißluftballon. Ja, fliegen wir zum fliegen wir, ja, ich sag ja schon fliegen. Fahren. Junge, reiten wir jetzt zu dem Ballon? Also. Heißluftballon, Sommergeil. Ja, ich sehe den. Geil. Junge, hat er gerade gesagt, ich bin nur zweimal abgestürzt? Oh mein Gott, was? Ey. Digga. Mein Gott, Alter, das ist so schlechte Idee. Wie hoch soll ich noch gehen? Reicht es nicht langsam? Reicht es nicht langsam? Bitte? Alter! So ein heftiger. Weiter? Dein Ernst? Macht man das so? Oh mein Gott, Alter. Hier kann man, na, kann man nichts. Ich dachte gerade, man kann so richtig geilen Blick mit aufs Saint-Denis. Da sieht man ein bisschen was. Ja, so viel erkennt man auch nicht. So.
Hier oben ist irgendwie alles. Du bist auf der Höhe mit die besten Windströmungen. Bleib auf dieser Höhe, um deine Geschwindigkeit beizubehalten. Oder. Oh Gott. Ja, Gelaber könnt ihr euch anschauen, da was das steht, Alter. Kann ich auf Map drücken, das pausiert? Ja. Ja, Digga, das dauert doch Jahre, bis wir dort angekommen sind. Kann ich nicht noch höher gehen? Ja, wir sinken? Ich sehe hier nicht mal ansatzweise. Also, ich erkenne hier oben gar nicht. Ich sehe so schwarz und weiß oben und wir sind bei mir grau gefühlt. Ja, so schwarz-grau. Passt schon. Der Ballon ist ja rot. Naja, egal. Ja, ich dachte mir schon, dass ich irgendwann zu viel mache. Ist der Typ nervig, ich schwöre. Wie konzentrieren so? Also. Alter, da wo ist John gefangen? Ich sehe da so eine kleine. Ich sehe da jetzt nicht viel drauf. Ich sehe da ist einfach nur eine Insel. Mehr sehe ich da eigentlich auch nicht. Oder Bäume zumindest. Aber das ist schon weit. Und schwimmen wird auf gar keinen Fall was. Darf ich da überhaupt hin? Weil ich lenke ihn zwar dahin, aber. Digga, das braucht so lang. Die ganze Folge ist einfach nur mit diesem Drecks-Heißluftballon. Oh Mann, Digga. Ah, ich sehe gerade unten rechts wird es mir angezeigt, wenn es gut ist. Wenn es rot ist, ist es zu viel. Wenn es grau ist, ist es schlecht. Wenn ich es bei Gelb behalte, so wie jetzt, das könnt ihr nicht sehen. Aber, also, ihr könnt sehen, dass so ein Kreis, aber ihr erkennt den kaum. Ich meine, ich gehe mal extra auf Rot. Ja, okay, das ist hier offensichtlich. Ja. Jetzt gleich wieder gelb. Wenn sie halt auch. Die schießen halt Real Talk auf uns, ne? Der Typ hat eigentlich recht. Landen wir hier oder was? Sollen wir landen? Weil das Ding wird immer weniger. Also ich soll immer weniger Power geben. Sollten suchen.
ist ja auch. Ist es der? Ja, ich weiß es nicht. Das ist er, oder? Digga, wie trash. Ich geb ihr schon Gas, also dieser Typ ist so lost. Auf dieser Höhe? Ja, warte, dann bin ich. Das ist doch viel zu weit. Wir gehen doch hier komplett weg. Oh mein Gott. Okay, er ist aber auf jeden Fall da. Das ist gut zu wissen, denke ich mal. Oder was? Oh mein Gott. Die gehört zu uns. Oh, ich hab verfehlt. Schon wieder, warte. Ja. Ich mach lieber ohne Zielfernrohr. Ich gebe zu, ich finde das viel besser. Lebt er? Oh ne, falsch. So. Ich schlag mal nach. Kein Dead Eye. Das ist ganz schlecht. Kann ich mal einschätzen, wie der Ballon. Er wurde sowas dann erschossen, oder? Der Typ ist verreckt. Oder ich hab's gesehen. Sadie. Ich dachte, der Typ. Ja, okay. Starten wir die Mission einfach neu. Sollte kein Problem sein. Also nicht die Mission, sondern nur den Teil hier. Oder? Mache ich. Ich darf eigentlich gar nicht. Ey, Alter, das ist aber übel schlimm. Ich muss den Vordersten am besten umbringen und mein Auto irgendwie überlassen. Ja. Ja, in Red Dead ist halt sehr viel das Auto eben hilfreich. Ich muss zugeben, dass meiste Leute Auto eben gemacht. Ja, ich geb's zu. Ja, guck mal, wenn ich jetzt einfach so. Jetzt nicht. Jetzt. Ja, das war Auto-Aim hauptsächlich. Dann können wir wieder so machen. Und hier können wir. Ja, meine Schießskills sehen. Die übelst gut sind natürlich. Ne, was denn sonst? War's das? Nein. Warte. Wo? Da? Achso, der ist tot. Junge, flieg doch mal schneller. Da ist. Das ist ein. Den krieg. Komm, den krieg. Ja. War's tot? Zukommt doch gleich safe, ne? Wo?
Der Typ ist dead. Alter. Wie hoch muss ich jetzt? Ja, ich gehe doch gerade tief genug. Ja. Alter Junge, was? Das könnte ich nicht. Ich würde sowas von runterfallen. Na komm, geschafft. Der Typ hat es nicht lange überlebt. Ja, aber was soll, da passiert nicht viel, oder? Jawohl, doch, das tut schon. Digga, nein, bitte nicht. Ich habe gerade so gar keinen Bock. Also, wenn jemand mich fragt, habe ich jemanden schon mal geflogen in Red Dead Redemption, sage ich ja. Oh Gott, ich habe das Pferd sowas von erschossen gerade. Das Pferd hat doch nichts getan. Hä? Achso, ich dachte gerade, ich wäre das. Ja, eigentlich muss ich sagen, benutze ich lieber meine Double Revolver. Für diesen Kampf benutze ich lieber meine Double. Von hinten. Ja, das. Ja, da sind noch. Ey, Alter, das sind schon viele, aber. Kehre zu Sadie, okay. Machen wir. Okay, wir healen uns. Genau damit. Ja, okay, das war nicht so effektiv genutzt, ich gebe es zu. Aber das, da hat die recht. Wie viele brauchen die denn noch von diesen O'Driscolls, bis die zwei Personen killen? Ich meine, wie viele sind es da? Der, wir legen aber auch ein bisschen zu viele um. Oh mein Gott, das sind aber schon viele noch, die kommen. Hallo. Ja. Schön. Oh mein Gott. Ja, den haben wir. So, die sind weg und wir haben es geschafft. Begib dich zu Sadie. Ja, das machen wir.
Gott, das war mein Hund. Sorry, Lads. Das war nur Maxim. Schön. Pferd, komm noch zu mir, damit wir das haben. So, was machen wir in der nächsten Folge? Das schaue ich mir noch schnell an. Können wir überhaupt was anderes machen? Nein. Cool ist, wir haben das jetzt auf der Map hier, das Gefängnis. Ich kann es leider nicht erkennen, was dort drum steht. Ihr könnt es mir aber in die Kommentare schreiben, für die, die es wissen. Auf jeden Fall, nächste Folge werden wir dann das hier machen. Dutch von der Linde. Dutch möchte mit dir springen. Ja, auf dem Bild, was erkenne ich denn da? Ich kann es dir nicht sagen, was wir machen können. Das machen wir auf jeden Fall als nächstes. Und für diese Folge hoffe ich, hat es dich gefallen. Gib mir doch mal eine Note für Merit Dead Redemption 2. Oh mein, bevor wir was machen, wo ist mein Pferd? Bevor ich mich verabschiede. So, mein Hut hat gefehlt. Der Hut bringt immer Luck. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, hat diese Folge Red Dead Redemption 2 gefallen. Gib mir doch mal einen Hoch für Red Dead Redemption 2. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht getan habt, das würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Übrigens könnt ihr auch das neue Projekt Minecraft Mod Rock auschecken. Gestern kam die erste Folge raus, morgen kommt die zweite Folge raus. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, wenn ihr es anschauen wollt. Es kommt nämlich abwechselnd mit Red Dead immer, solange ich noch Ferien habe. Wenn ich keine mehr habe, kommen keine Videos mehr, aber das merkt ihr dann selber. Ihr könnt auch meinen TikTok auschecken, in der Videobeschreibung kommt der Link nochmal rein. Bis nächstes Mal und ciao. Leute.